Ja, wirklich eine traurige Nachricht. Ich habe ja die zwei Bienenvölker hier, die neuen. Und von denen ist eins leider weisellos und auch schon drohnenbrütig. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Königin ist weg. Die ist einfach wahrscheinlich gestorben, warum auch immer. Und jetzt sind sie ohne Königin. Ich hatte ihnen noch versucht, aus dem anderen Volk hier eine Brutwabe reinzusetzen, dass sie sich daraus eine eigene Königin wieder ziehen. Aber denkst du, eine der Arbeiterinnen hat sich schon als Königin erklärt und legt jetzt Eier? Das bedeutet Drohnenbrütigkeit, denn aus diesen Eiern schlüpfen keine Arbeiterinnen, sondern höchstens Drohnen. Hier erkennt man den Beweis für die Drohnenbrütigkeit. Zwei Stifte in einer Zelle, andere Stifte sind schlampig gelegt. Eine echte Königin könnte das viel besser. Ja, Berufsimker würden da Tabula rasa machen, das Volk einfach töten, abschwefeln und aufgeben damit. Das mache ich nicht. Es gibt eine Möglichkeit, das Volk ungefähr 100 Meter weit weg von hier vom Stand zu fahren, vorher ordentlich Rauch in das Volk geben, dann nehmen die Bienen Honig auf, machen ihre Honigblase voll und 100 Meter entfernt von hier werde ich die aus dem Kasten hier schmeißen, also jede einzelne Wabe abkehren. Damit haben die kein Zuhause mehr, fliegen aber hier zurück zum Stand. Hier ist nichts mehr und dann werden die sich hier im Nachbarstand einbetteln. Weil die Bienen jetzt doch ganz schön aggressiv sind, nicht weil ich hier rumfummel, sondern weil sie eben drohnenbrütig sind und da überhaupt keinen Bock drauf haben. Und sehr leicht stechen, muss ich jetzt leider mit Handschuhen arbeiten und auch mit Schleier. Die Bienen, die muss ich jetzt ordentlich einräuchern, damit die Bienchen ihre Honigblase voll machen. Dann wollen sie mit voller Honigblase, weil hier ja nicht ihr Zuhause ist, zurückfliegen. Dort ist kein Zuhause mehr. Dann betteln sie sich im Nachbarvolk ein. Und weil sie ein Geschenk mitbringen, nämlich die volle Honigblase, werden sie reingelassen. Und so sind die Bienchen immerhin nicht verloren. Und warum muss ich hier so weit wegfahren, mindestens 100 Meter, um die Bienen zu öffnen und sie nach Hause fliegen zu lassen? Ganz einfach, denn diese Königin, die sich hier als Königin erklärt hat, aber ja keine Königin ist, die würde eventuell mit in das neue Volk fliegen und dort die echte Königin abstechen. Deswegen muss man das weit entfernt machen und diese Königin, die sich hier als Königin ernannt hat, die wird nicht so weit zurückfliegen, sondern hier bleiben. So, jetzt bitte mal einen Schritt zurück, denn die Bienen sind sehr aggressiv. Die werden mich hier gleich wahrscheinlich zu Tode stechen. Musst du mir ins Ohr stechen.
So 5 Stiche habe ich ungefähr abgekriegt. Eine davon ins Ohr, weil mir eine Biene da unten reingeflogen ist. Ganz schön ärgerlich. Aber so ist es halt. Darf man ihnen nicht für übel nehmen, dass sie so aggressiv jetzt drauf sind. Schließlich werden sie quasi aufgelöst, das Volk hier. So, jetzt kommt der nächste schwere Part. Jetzt muss ich die Kiste hier irgendwie entleeren und Bienen freikriegen, damit die Bienen hier überhaupt kein Zuhause mehr haben. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Komm nicht mehr dran, weder an die Kamera noch an den Kasten. Jetzt muss ich die beruhigen lassen, wegfliegen lassen. Denn die sind so aggressiv jetzt. Gehen mich sofort an. Da summen sie rum, die Bienen. Jetzt finden sie natürlich kein neues Zuhause. Jetzt kann man nur hoffen, dass sie sich hier am Nachbarvolk, am Neuen, einbetteln werden. Immerhin konnte mir jetzt in der Zeit niemand die Kamera klauen, denn die Bienen hier sind noch ganz schön aggressiv. Ich muss jetzt aufpassen, schnell machen, wollte nur schauen, wie es ist und die Kamera wegholen. Jetzt werde ich aber wieder angegriffen, jetzt muss ich gehen. Jetzt aber flüchten. Man kann jetzt schön erkennen, die Kiste ist proppevoll mit Bienen. Schaut euch das an. Hier gestern eine Mittelwand reingehängt und schon fast ausgebaut. Wunderbar. Schaut euch den Bienensitz an. So soll es sein. Und worauf ich natürlich immer achte, dass auch Stifte drin sind. Stifte sind die Eier der Königin. Wenn ich die sehe, dann weiß ich, die Königin ist da. Dann ist alles gut. Jetzt störe ich das Volk gar nicht weiter. Ich mache hier wieder zu. Alles in Ordnung. Und noch ein Blick in den Honigraum. Hier sieht man, die Bienen tragen oben schon ordentlich Honig ein. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Fritz, der Imker aus dem Allgäu, von dem ich die 2 Bienenvölker hier kaufen konnte, das Video verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Von dem bekomme ich nochmal ein Volk. Der hat mein Malheur hier mit dem drohnenbrütigen Volk mitbekommen, hat gesagt, ich soll zu ihm kommen, ich krieg nochmal eins. Super. Und jetzt noch kurz ins Gewächshaus, denn da will ich mich bei einem Zuschauer bedanken. Jetzt möchte ich noch ganz herzlichen Dank an Marco und Christoph sagen, die haben mir das hier zugeschickt. Das ist eine selbstgebastelte Gewächshausheizung und zwar funktioniert die ganz einfach. Es sind 2 Dosen, eine kleine, eine große ineinander gestellt, mit Gewindestangen und Schrauben versehen, alles sogar Edelstahl, soweit ich das sehe. Vielen Dank dafür, finde ich echt super. Das kommt so auf den Boden, daraufhin dann eine Grabkerze hier, so eine ganz einfache, die brennt ziemlich lang. Die kommt hier unten rein, wird angezündet und jetzt hat es den großen Vorteil, dass die Hitze nicht einfach nach oben geht, also in Richtung Dach des Gewächshauses, wo die empfindlichen Pflanzen gar nichts davon haben, sondern die Wärme wird hier gespeichert und jetzt mit Strahlungswärme abgegeben. Stellt man diese Dinge also zwischen die Pflänzchen, so im Mai, April, Mai, wenn sie auch immer rauskommen, dann haben die einfach eine Chance, eine viel bessere Chance, Wärme abzukriegen. Finde ich eine super Idee. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, euch hat mein kleines Bienenvideo gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, sagt euer Selbstversorger.
Mhm.